So, nun befinden wir uns in der Zitia-Kultur, auch eine lokale Kultur hier. Die hat die vorhergehende Kultur, die ich besprochen habe, die Matia-Yao-Kultur, abgelöst und begann ungefähr 2000 vor Christus oder, naja, so 2200 vor Christus bis 2000 vor Christus, so in der Kante in etwa. Was ich euch hier vorstellen möchte, ist ein Li. Ein Li ist ein Gefäß mit drei Beinen. Ja, es hat auch so ganz grob die Form einer Kanne, allerdings ohne Tülle. Man sieht das von dieser Seite nicht, aber wenn man von oben drauf guckt, kann man sehen, dass die ganze Lippe rund ist und es keine Tülle gibt. Mit den Li verhält es sich so, dass sie als dreibeinige Gefäße die Vorläufer der Ding sind. Ding sind ja diese dreifüßigen Bronzegefäße, die weithin bekannt sind, die zur Darbringung von Fleischopfern genutzt wurden. Später in der Shang-Zeit und in der Zhou-Zeit. Und man nimmt sehr stark an, dass die Li die Vorläufer davon waren. Das Gefäß hier ist aus rotem Ton gefertigt, ist unglasiert und zeigt ein unregelmäßiges Kratzmuster auf der Oberfläche und ist wahrscheinlich aus verschiedenen Teilen gefertigt worden, die dann zusammengesetzt worden sind. Wahrscheinlich dreiteilig und dann ist oben der Hals des Gefäßes auch noch extra gearbeitet worden. Mit dem Kratzmuster verhält es sich so, dass es sich über die Füße des Gefäßes erstreckt, über den gesamten Körper und auch bis über den Hals bis zur Lippe hinaus reicht. Ja, es ist etwas schwer zu beschreiben. Die Füße eines solchen Li werden auch oft als Kuhäuterfüße bezeichnet. Wenn man sich die Formen ansieht, dann kann man sich auch erklären, warum. Und ja, davon ab ist halt, wie gesagt, oben der Hals des Gefäßes und der verbreitert sich zur Lippe hin leicht. So viel zu diesem Gefäß. Pardon, ein kleiner Nachtrag noch. Es hat natürlich auch eine Bewandtnis, dass dieses Gefäß drei Beine hat und dass der Boden des Gefäßes ein bisschen erhöht ist. Und zwar ist es so, dass dieses Gefäß der Zubereitung von Speisen diente. Das heißt also, man konnte das über die glühenden Kohlen oder über das glühende Holz stellen. Und es stand auf seinen drei Beinen relativ stabil. Ja, und diese Stabilität hat man dann halt auch in die Ding übernommen. Und auch in den Ding hat man halt Fleisch zubereitet, um sie zu opfern, beziehungsweise während einer Opferzeremonie, zu der dann auch die Zubereitung von Fleisch gehörte. Und es gibt auch heute noch das Sprichwort San Su Ding Li. Das bedeutet drei Füße und das Ding steht. Und das soll einfach nochmal die Stabilität dieser drei Beine erläutern. So viel dazu.